Ja, das ist sowieso ausgeschaltet. Okay, das ist der ganz normale. Keine Ahnung, ob es beim S Plus was Besseres gibt. HG hat halt nur den. Das Ding kann man halt überall auf der Welt aufstellen. Wow. Halb blind geworden hier. Turn on. Achso, ja, kann ich machen, ja. Hier, komm, sauf, du bist im Wasser, sauf! Hallo? Verletzen muss ich auch, okay. So, bei diesem Ding kannst du jetzt Sachen hochladen und dann runterladen. Upload Survivors. Are you sure you want to upload your Survivor? Nee. Nicht mehr Survivor upload, spinnst jetzt oder was? Ich mach jetzt paar Narcotics hier. So, warte. Das da. Von den normalen. 75. Hier. Geht das? Wie kann ich hier hochladen? Das hier, Upload Survivor. Nein, ich kann mich da hoch und runter laden. Nein, will ich ja nicht. Das mit Items, Survivors and Creatures to other Ark. Ja, aber wie kann ich das hochladen hier? Habe ich da noch eine Option vergessen, zu aktivieren am Server? Ark-Daten oben. Ach so, lol, okay. Da, ich habe gerade Shentumoi, ich habe gerade Sachen hier eingestellt und wollte die testen. Arc Data, okay. Tribe Creatures Arc Data. Einfach hereinschieben oder was? Und dann? Das ist ja keiner da, jetzt kann ich ein paar Sachen vorbereiten. Irgendwie den Server noch dazu schalten. Ja, das ist ja gar nicht drin, oder? Doch, Zeit hat das ganz normal. Ich stelle Maustaste, Consume Split Stack. Arc Item Downloads are disabled on the Server. Ja, wie? Das ist jetzt hochgeladen, ich kann es nicht mehr runterladen? Ah! Ist es jetzt schon oben? Doch, die Zeit ist ganz normal. Ich habe nur... Wie gesagt, ich habe es jetzt mit diesem ganzen Arc immer nur selber die Kontext geschrieben, mit der Hand, copy-pasted. Jetzt nutze ich den Arc Server Manager, da muss ich irgendwelche Haken setzen und Regler verschieben und die muss ich erstmal suchen. Und die muss ich halt erstmal finden. Ja, das steht auch hier. Also am Server habe ich gesehen. Steht das auch nur 5 Stunden? Warte mal. Doch, das ist Anschau. Warte. Arc Server Manager klicke ich mal an. Schalte ich um, dass man das Geräusch ausmachen nervt. So. Das macht ja nichts. Hier. Ich habe das alles an. Dino Uploads, okay. Hier sind halt. Die Downloads sind nicht aktiv. Ich weiß, man muss sechs Sachen einstellen. Wo habe ich immer 6 Configs? Habe ich eingestellt. Man muss diese Sachen hier aktivieren.
Was ich halt nur nicht möchte, wenn Enable Server Lowdown und externe Survivors Item. Ich möchte nicht von externen Servern das Ganze. Service Download, Item Download, Download, Allow Fine. Was heißt das überhaupt? If enabled, you will allow. External Survivors Items, deine Studio Server. Ich weiß, ich muss das aktivieren hier. Und die Zeit ist hier. Wenn ich das hier verändere, dann ist die Zeit normal, sonst ist es Standard. Hier, 1440 ist eigentlich Standard. Das ist halt, ist das ein Tag oder was? Keine Ahnung. Anscheinend ist es das ein Tag. Das sind halt Minuten hier. Musst halt hochrechnen. Server-Einstellungen sind halt anders. Mal in Minuten, mal in Stunden, mal in Sekunden, je nachdem. So muss ich das machen hier. Okay, ja, siehst du, dann passt es ja. Und das ist anscheinend Standard. Das ist anscheinend Standard. Ich hatte das auf eine Woche gesetzt früher. Aber wie gesagt, ich habe da immer nur die Config manuell mit der Hand geschrieben. Jetzt nutze ich dieses Tool und muss halt hier Items und Sachen verschieben und anklicken. Ist ja auch ganz cool. Nur manchmal musst du halt hier suchen. Wenn du die Config schnell umschreibst, ein paar Klicks ist es halt schneller. Nur ich hoffe, dass ich mit diesem Tool auch mehrere Cluster einfach machen kann, ohne großen Aufwand. Und wenn wir mal sagen, hey, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf Arc, stoppen das und können das jederzeit einfach wieder starten und das kann automatisch geupdatet werden. Ohne irgendwelche komischen Server-Sachen, wo zu mieten, wo wir dann über Homepage gehen müssen, wo wir dann über, ja, sowas gehen müssen. Ich habe das mal gespeichert. Und kann man hier oben mehrere Server einfach laufen lassen. Wenn ich es von Anfang an so gemacht hätte, wäre es vielleicht sogar cooler geworden. Aber man lernt ja mit den Jahren dazu. Auch wenn jetzt mit Arc schon fast eigentlich vorbei ist. Aber... Das kann ich nicht wegklicken. Das Ganze hier... Okay. Disable and save. Stopp. Das hier. Backup brauchen wir jetzt nicht. Einfach da runterfahren. Ja. Starte ich gleich nochmal schnell. Was ich halt möchte, ich möchte die Einstellungen jetzt finalisieren. Und dann möchte ich nur noch, falls es funktioniert, den Server duplizieren. Die Map ändern. Und na gut, die ganzen Ports und die ganze Scheiße muss man ja auch einstellen. Das ist jetzt nicht sofort geschehen, aber das ist hoffentlich ist es, dass es funktioniert. Ich will da nicht mehr so viel Arbeit reinstecken, weil ich bin ja heute auch schon wieder ein paar Stunden dabei gewesen. Am Fummeln. Aber hey, wenn man sagt, hey du, ich finde dich nicht, dann stell so ein Ding auf. Alles, was ich jetzt mache, zählt sowieso nicht. Heute haben wir zum Beispiel das Speeding drauf getan. Da kann man sehen, wie schnell man läuft. Ist jetzt also auch nichts, was man unbedingt braucht, aber ist halt witzig. Da hier kannst du schauen. Da kannst du dein Tier skillen. Ein bisschen vergleichen. Wie schnell du läufst, wie schnell du gehst und so weiter. Ist ganz cool. Da hat man zumindest irgendwie eine Rückmeldung. Wenn man einen Penetron skillt auf Full Speed oder eine Wiefern.
Oder wenn man das. Wir haben gesehen, dass dieses scheiß Tech-Luftschiff über 500 fliegt. Alter. Das Ding fliegt über 500. Kann man sich nicht vorstellen. Ganz wilde Geschichte. Also, das ist echt, echt heftig, sowas. Server startet eh schon wieder. Ich habe nur kurz gespeichert. Backup habe ich schon vorher gemacht. So, dann kann ich dieses Zeichen da wieder wegmachen hier. Jo, also was ich, ich meine, wir werden jetzt nicht ewig Zeit in Ark verbringen. Ich will halt die Sachen anschauen, die ich noch nicht so gesehen habe. Und was ich halt noch gar nicht kenne, ist Genesis 2. Ist halt vielleicht so zu viel Future Ark, wo ich nicht so Fan bin, aber es gibt da doch hier die Shadowmay möchte ich mir schon mal anschauen und die Strider und noch irgendwelche Flieger da. Es gibt schon coole Sachen. Die kenne ich alle noch nicht. Why not? Wenn ich eh schon alles bei Ark so weit gesehen habe über die Jahre, kann man sich das trotzdem mal anschauen. Diese ganzen Aufgaben da mit diesem, was bei Genesis 1 schon hier Basketball spielen, durch die Ringe fliegen. Nee, das spiele ich lieber ein Super Nintendo Spiel von 1900, weiß ich nicht, wann das Ding rauskam, von 1990 oder so. Da habe ich keinen Bock auf sowas. Das ist für mich kein Ark. Aber mal die Tiere sehen, mal das Ganze mal anschauen. Und mal gucken, wie wir das halt hinkriegen. Und wenn ich das so hinbekomme, dass ich dass ich einfach nur jederzeit entspannt starten oder stoppen kann. Und ich da auch nicht zu viel Zeit mit irgendwelchen Up- und Downloads verbrauchen muss, was FTPs angeht und Configs und Files und so. Boah, ist das schon okay? Kann man machen, bis an Ark 2 kommt. Das wird ja eh nur so ein Story-Singleplayer-Spiel gefühlt. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob sie das wirklich so machen, dass es halt nichts für uns ist. Ich hab Bock, möchte mir das Ganze noch ansehen. Und da kam mir Lost Isle ganz entgegen, mir ganz gelegen eigentlich, aber ich muss sagen, es ist geile Map, es ist super schön, es ist super toll, aber ob sie jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht. Es hat halt schon so Verschnitte von Ragnarok an sich. Je mehr ich Lost Isle spiele, desto mehr gefällt mir Ragnarok. Ich weiß auch nicht genau, warum das ist. Ist halt so. Ist halt schon ähnlich oder gleich oder vieles. Parallelen erkennt man auf jeden Fall. Your Server ist gleich da. Ein paar Sekunden noch. Hat Spaß gemacht, ja. Ich hab ja auch eine Kollektion wieder erstellt. Huch, was habe ich jetzt gedrückt? Inhalt. Hier Kollektionen. Ich habe eine neue erstellt, hier von 2022 eben. Das hier, wir hatten es ja damals drauf. Ich finde leider die Safe Games von damals nicht. Die sind auf irgendeiner Festplatte, die ich abgesteckt habe, weil ich nur noch SSD anhaben wollte. Ich habe sogar die Valhalla-Settings von 2015, 2017 gefunden, aber nicht die von 2020, die Sachen. Ich habe die irgendwo auf einer Platte, keine Ahnung wo. Dieses Ragnarok Plus, das war schon geil, aber das, glaube ich, müsste gar nicht mehr gehen heutzutage so richtig. Irgendwo hier muss das sein. Da. Das war schon cool damals. Das hat auch die Aber das Jahrhöhle mit reingenommen, ich glaube, das hat auch den Managma und sowas viele Sachen reingetan. Genesis-Sachen. War ganz cool. Would have been a great mod, but a base being attacked by invisible creatures is a deal breaker. Ja, es ist im 1. Januar. Little out of control, making some parts of the map too busy, still would have to open a new sponsor. Da geht, glaube ich, alles heutzutage nicht mehr so gut. Ja, aber
Ging ja bei uns auch damals, von daher. Ja, Server ist eh schon wieder on. Mal gucken. Ich schau, dass ich jetzt das so hinkriege, dass ich das jederzeit wieder verändern kann oder stoppen und starten kann. Und dass ich dann nicht wieder 3 Milliarden Euronen investiere und irgendwelche Server da habe und die ich dann noch 6 Monate laufen lasse, auch wenn keiner mehr spielt. Das ist irgendwie lokal am Rechner. Und dann kann ich es jederzeit an- und ausschalten, wann ich möchte. Und so viele spielen ja sowieso nie. Ich hätte auch jeden Server immer laufen lassen, wenn das sicher ansatzweise nur genug Leute gespielt hätten. Aber das war über die Jahre ein riesen Verlustgeschäft. Tausende von Euros rein, Verlust gemacht mit dem Scheiß. Aber egal, das macht ja nichts. Drauf geschissen. Das ist halt nun mal normal. Anstatt so, wenn man das alleine macht und Streamer ist. Ja, für die Anzahl an Leuten, die man kennt oder die spielen, reicht das dicke. Und der Upload ist ja immer nur mal ganz kurz, der ist ja nicht permanent so. Das passt eigentlich. So, okay. Jetzt wollten wir das testen. Wollte ich eigentlich was anders holen? Also auf jeden Fall, irgendwo muss ein Gig auf der Map sein, da brauchen wir noch ein paar. Aber ja, dann habe ich jetzt hier das Ding hier. Müssen das Arc Data. Hey, jetzt geht's, schau mal. Ach so, das ist momentan noch Standard. Keine Ahnung, was 2000 in einer Range oder irgend sowas, kein Plan. Ist alles noch Standard eingestellt. Wenn wir an die Grenzen stoßen, können wir schon auch wieder so ein bisschen erhöhen und dann wie es ist. Also ich habe jetzt noch nichts verändert. Also das kann ich jetzt einfach hier hochschieben oder was? Arc Data. Creatures. Ey, warum ist mein Rucksack da? Hä? Was denn da, das könnte ich. Nee, ist der da oder was? Ist der. Ach nee, der ist hier. Ach so. Ach so, weil der in der Nähe steht. Ah, okay. Ich habe ganz vergessen, wie das funktioniert. Habe ich doch eh schon. Die da. Ist doch da. Habe ich doch hier. Nuklear. Was soll ich denn ohne die Mod noch machen? Da, Tiere. 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 Help! Und in die Mod geht's ja nicht mehr. So. Ich kann auch vieles automatisieren, aber ich tu doch noch ein bisschen was selbst machen. Okay. Also es scheint zu funktionieren. Ich muss jetzt nicht irgendwie. Testen mal ein Dodo oder so ein Scheiß. Was ist denn ein Dodo? Hier, komm her. Weil irgendwas Dummes, was wir eh nicht unbedingt brauchen hier. Da hier ein Dodo. Bitteschön. Ich kann nicht das Ding? Gute Nacht hier, Wischmob. Gute Nacht, angenehme Träume. Arc Data Creatures. Arc Data? Einfach da rein oder was? Ach so. Und das geht so, zack. Ist das ein endliches das Lager hier? Wie viel kann man da reintun? Was ist das? Du hast ja keine Begrenzung oder was? Das geht aber nicht jedes Item, okay. Das ist ein Mod-Item, das da. Was ist mit dem? Das ist so ein. Das geht auch nicht, okay. Was ist das da? Das geht. Und das geht nicht, oder was? Mein Speeding? Okay. Aber die Haltbarkeit geht weiter? Creatures. Also, wie?
Ist das nicht eingefroren? Ein Kyrostasis oder so eine Scheiße? Die Haltbarkeit, fuck, das hätte man als den ganzen Kühlschrank nutzen können, ey. Nein. Aha, ja. Und wie kann ich jetzt ein Tier da hochladen? Was? Server failed to create Dino Custom. Warte, ich muss dieses Ding mal anmachen. Ich habe einen Screenshot gemacht. Warte. Dadurch, dass wir das jetzt aktiviert haben, ist was anderes kaputt gegangen. Ah, ja. Screenshot-Ordner. Also, hier. Server failed to create Dino. Custom item by data missing. Use admin recovery to fix wildcard made non-clustered OB transfer remove by data. Okay, gut, dass wir es beim Ding getestet haben hier. Use admin recovery fix wildcard made non-clustered OB transfer remove by data. Irgendwas hat Wildcard geändert, dass man das nicht mehr darf. Mitnehmen oder was? Use admin recovery to fix. Das geht, das kann ich ja machen. Wildcard mit non-clustered. Non-clustered. Ich habe gar kein Cluster, aber ich dachte, ich kann es einfach so hochladen, überall runterladen. Okay. Ach, der Admin-Node geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Admin Mode Recovery to Fix geht. Das müsste ich nachlesen. Was ist denn das Ding? Dann tun wir das mal mit dem anderen testen. Ich meine, gut, scheißegal. Scheiß auf den Dodo, der kann hier weiter kacken. Das interessiert mich nicht. Falls der noch aktiv ist, sondern nicht, auch egal. Mach mal einen anderen. Geht auch nicht. Jus. Wie geht das? Kann ich jetzt kein Tier mehr rausholen oder was? Wegen dem. Server failed to create Dino Custom Item by Data Missing. Use admin recovery to fix. Wildcard made non-clustered OV. Dann smooth. Kennt das jemand, was man da machen muss? Lol. So, jetzt mal hier. Den gleichen Dodo zufällig rausgeholt? Nee, oder? Da habe ich jetzt einen anderen Dodo. Der ist da unten. Ich habe den gleichen Dodo rausgeholt. Alles klar. Okay, also keine Kugeln da rein tun erstmal. Bis wir herausfinden, wie das geht. Weil das ging ja früher. Wir haben Kugeln auch mitgenommen. Vielleicht muss ich eine Einstellung machen in diesem Soul Station. Okay, okay. Oder im Server. Da müssen wir nochmal nachlesen. Seht ihr, deswegen teste ich das. Wenn jetzt jemand anders da irgendwas gemacht hat, dann gibt es ja wieder Problems. Jetzt kann ich den Dodo ja so hochladen, ne? Dodo. Ist der jetzt da drin oder was? Ist immer noch hier. Hallo? Das ist immer noch da. Warte. Creatures, Dodo. Und hier? Upload. Jetzt hat. Assurance on the creatures. This will be lead to destroying your creature and losing its own inventory. Ja, das ist mir egal. Dodo beste. Tschüss. Okay. Wie das Ding grillt mein Boden da. So, Creatures, den hier, Download.
Da ist er wieder. Ja, moin. Ja, servus, grüß dich, was geht? Okay. Funktioniert. Ah, es ist Mating aktiv? Okay, okay. Anscheinend ist es so geregelt, wenn man eine Kreatur da hochlädt, kann man nicht maten. Alles klar, das ist so eine Sache, ne? So. Jetzt müssen wir den wieder herbekommen. Mhm. Mal kurz lesen, ob das irgendwelche... Aber das anscheinend hat das Wildcard so gemacht. Wildcard made non-clustered over data. Also wir müssen ja nicht unbedingt durch die machen, aber geht halt mit dem nicht. Guck mal, was hier der hier sagt. Hat der irgendwelche... Wie heißt das Ding? Transmitter oder ist das Teil hier? Ist das ein Transmitter? Tech-Transmitter ist das, okay. Tech-Transmitter. Gibt's da irgendwelche Kommentare oder so? Cross-Server, kompatible Cluster-Servers, Backup, Recovery Tool. Backup Server, so as a crunch. Use have been recovered to fix. Server failed to create Dino custom items. Wildcard made non-clustered orbit transfer. Okay, ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Cluster-Server da ist, funktioniert es. Da steht halt nur Wildcard made non-clustered orbit transfers remove by data. Wenn ein Cluster, vielleicht da wird es gehen, keine Ahnung. INI-Settings, so können wir mal konfigurieren, das ist Motor, wie das ist. Okay, das ist Mod, Problem List. Gibt's hier... Wo sind denn die... Ah cool, das hat er verändert, ja. Das ist ganz nice. Gefällt mir hier mit dieser Seitendings, ne? Diskussionsbereich. Normalerweise sind doch hier immer... Diskussion und Änderungen. Wo sind die denn? Das ist die gleiche Seite. Hier vielleicht? Storage Guide, okay. So, Unlock Tribute Terminal True allows toggling of Tribute Inventory, allowing it to be used as a transmitter. Access to inventory, so admin, so recovery, warte mal, use disable recovery is true to use your so recovery, you access the inventory of a so terminal and select admin so recovery button found in the middle. If you are not an admin, an error is egal. The terminal must not be toggled as being a tribute terminal. There appear as options locals is low. Expert adding diners.
ein Debuff Gun. Customize. Engrams. Crafting cost, frequently asked questions. Wir haben hier gar kein Ding, ne? Forced to prevent being able to upload or transfer with dinosaurs, okay. Da müssen wir nochmal in Ruhe lesen. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Bock. Bin wieder am Fummeln anstatt am Spielen. Was ich mal probieren kann. Der Typ ist das oder was? Hier stand doch irgendwas mit Admin-Gedönse. Ich bastel mir mal so ein Ding noch. Das ist in dem hier noch vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich da den Server neu starten muss oder das im Server mache. Das kann es vor Ort machen. Gucken. Admin. Das kann ich nice machen. Wieso? Ist das beim Admin auch drin? Verstehe nicht. Ich muss gedrückt haben, die Taste. Pack, Sepp, was ist denn das? Ui. Das ist heftig. Destroy all wild dinos in contact. Ah ja. Nee. Oh. Admin Soul Recovery, hier. Destroy all souls in terminal at one search. Use Admin Recovery to fix. Admin Soul Recovery, das da. Ja. Nehmen deine. Walter's Bay, was ist das? Options. Use Admin Recovery. Das ist schon Options. So, Transfer Soul. Destroy Selected Soul. Soul Recovery. Admin Soul Recovery. Was ist das genau? Search for dinosaurs and currently running on the session. Export local dino. Ach du Scheiße, was ist das alles? Also, ich muss eine Nummer aufschauen. Was ist das? Was hat der für eine Nummer, der Typ hier? Also, ich kann den nicht rauslassen, bis ich da irgendwas mache. Okay. Problem ist halt, wenn jetzt irgendjemand sein Ding da hochlädt, dann geht's nicht mehr. Ja, und das muss ich machen, was da steht. Okay. Mal kurz die ID von dem aufschreiben. Also. Drei, fünf, neun. Vier, eins, acht, sieben. Ja, hier. Das ist der. Klick. Wie? Jetzt ist der wieder da, oder was? Hä? Und der geht jetzt, oder wie? Fünf. Das geht auch nicht. Der da? Ist das vielleicht der? Ah, der geht, okay. Ist der jetzt die gleiche ID oder was?
Das ist aber eine neue, die haben normalerweise. Das kann keine zweite gleiche, die haben 1, 9, 3, 3, 5, 9, 4, 1, 1, 4, 1, 5, 8, 8. Doch, hat die gleiche ID. Also so repariere ich die Seelen, wenn sie kaputt sind. Use, ja genau. Weiter. Made non-clustered orbital ceremony by data. Okay. Na gut. So kann ich das halt wieder herstellen. Dann kann ich den halt dann wegschmeißen, ne? Da. Der kommt hier rein. Und dann habe ich den ja wieder. Okay, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Anscheinend ist das jetzt, dürfen wir hier da nicht so rein. Aber ihr habt gesagt im Chat, dass das so geht, ne? Man kann die da rein tun. Wir haben es auch früher reingetan, aber da steht, dass es removed wurde von Wildcard. Vielleicht ist es ja zu einfach. Aber nur bei Non-Clustered Server. Aber es ist ja noch nicht Cluster, ist ja nicht so schlimm. Na, verteilst du, dass ich kurz die Früchte bekommen kann, dann muss ich wieder zurücknehmen. Turn on. Achso, das war off. Vielleicht wegen dem Strom außen einschalten, okay. Also bis der das macht, Alter. Mache ich gleich. Tun wir die Früchte pullen. Wollte jetzt schon einsortieren hier. So. Dann werden die alle hier einsortiert. Okay. Aber so Sachen gehen halt zumindest. Haben wir schon mal einen Teil, haben wir jetzt schon mal geschafft. Das geht so, okay. Kann man auch die Range anzeigen von dem? Pickup Unlock. Turn off. Demolish, ne. Okay, wenn ich jetzt aus habe, kann ich gar nichts machen, okay. Sind denn in diesem Ding nicht auch nochmal die Bosse da? Also hier so die Bosse? Oder ist das das falsche Teil, wo ich die Bosse spawn? Also wo ich mich in den Bossraum begebe? Nur S+? Dann baue ich ein S+ Ding. Ich weiß aber nicht, ob ich den bauen darf. Warte mal. Vielleicht geht das ja mit der Data in S+. Wie jetzt? Da ist ein Ichi. Ein Pillar da links. Wie jetzt? Hat der überlebt oder was? Ah ja. Egal. So. Achso, ich kann gar keins bauen. Ich glaube, ich bin vom Level nicht hoch genug. Ich glaube, ich bin vom Level nicht hoch genug. Achso, das geht automatisch. Wo ist denn so ein S+ denn?
Moment. Doch, ich darf. Ich darf. Einfach die Mats klauen. Ach, Polymer geht nicht. Okay. Und ich tue das Ding hier nehmen, oder? Einfach. Ist da was drin? Oder warte, was brauche ich für das Ding? So, habe ich mir jetzt Screenshot gemacht. Dann gehe ich das schnell holen. Ich musste irgendwo hin, wo ich nicht irgendwas mitnehme. Hier. Okay, dann teste ich. Vielleicht geht das ja auch mit dem Ding, mit dem Hochladen, mit dem S-Plus-Teil da. Vielleicht geht das ja dann so mit dem. Mal gucken. Also. Black Pearl 80. Gut, kriegen wir hin. Huch, 90, na klar, 90. Kriegen wir hin. Dann Crystal 250. 250. Jo. Element. Gut, habe ich eh genug. 40 habe ich. Metal Ingot, da kannst du ein bisschen dran scheitern. Es kostet 2,5. Okay. Polymer 320. Dann mache ich nämlich Organisches mit. 320. Metal brauchen wir halt. Müssen wir nur schmelzen lassen, glaube ich. Aber ich kann kurz farmen gehen, aber ich müsste noch ein normales Metall haben, 10.000 oder so. Naja. Okay. Brauchen wir ja mehr Magnosaurus Farm hier. Also. Das Harvesting-Gedöns ist alles auf 1,0 gestellt, also du farmst nicht mehr. Und trotzdem kriegt der Magmasaurus so viel raus. Anders wild. Ich habe das Harvesting halt, habe ich nicht erhöht. Weil ich finde es geil, den Progress zu sehen am Anfang mit der Hand. Erstmal was raushauen. Danach hast du halt die Steinpicke. Oder Stein. Dann hast du nachher das Metall. Danach hast du die Tiere sowieso, Dödi oder Anke, je nachdem. Also der Progress ist halt geil. Ja, das ist heftig, der Magma. Ich habe den erst gestern oder vorgestern habe ich da erst mit dem rumgefummelt. Metal Ingot. 2,5 brauchen wir. Dann habe ich ja alles. Mal dann poppen wieder weg. So, also. Tun wir den ganzen Stuff da rein. Bauen wir zum S-Plus-Dings. Okay. Na dann, schauen wir mal, was das anders und besser kann, als das Ding. Ach, das braucht Strom. Wie, das braucht Strom?